Startschuss für den neuen Naschmarkt. Stadtrechnungshof kritisiert Wiener Spitäler und Demo gegen blaue Regierungsbeteiligung. Einen schönen Samstag und willkommen zum Flashback. Von einer Markthalle über einen Park bis zum Verbleib des Parkplatzes. Jahrelang wurde über die Umgestaltung des Naschmarkt-Parkplatzes kontrovers diskutiert. Bis Ende 2027 soll der Platz jetzt entsiegelt und begrünt werden. Statt einer Markthalle wird es eine begrünte Überdachung in Form einer Pergola geben. Sowohl Floh- als auch Bauernmarkt bleiben erhalten. 27 Millionen Euro nimmt die Stadt für das Mammutprojekt in die Hand. Es gibt sehr viel Begrünung, es gibt Wasserelemente, es gibt Aufenthaltsflächen. Es ist endlich Platz zum Miteinander plaudern, die Kinder können spielen. Das ist eine ganz andere Qualität, die wir hier so noch nie erlebt haben. Österreich hat gewählt. Mit 28,8% holte sich die FPÖ Platz 1. Dahinter landete die ÖVP mit 26,3%, vor der SPÖ mit 21,1%. In Wien sieht die Welt mal wieder anders aus. Hier konnte die SPÖ ihren ersten Platz mit 29,9% nicht nur verteidigen, sondern gegenüber der Wahl 2019 sogar noch dazu gewinnen. Doch auch in der Bundeshauptstadt verzeichneten die Blauen ein kräftiges Plus und schafften es auf Platz 2. Die ÖVP verbuchte massive Verluste, ebenso wie die Grünen. Neos durften sich hier wie dort über ein kleines Plus freuen. Sämtliche Kleinparteien scheiterten an der 4%-Hürde und verpassten den Einzug ins Parlament. Dass österreichweit die FPÖ die meisten Stimmen erhielt, sorgt für Furore. Die im Jahr 2000 erstmals ins Leben gerufenen Donnerstagsdemonstrationen anlässlich der ersten blauen Regierungsbeteiligung erfahren gerade ein Comeback. Unter dem Motto Fix Zamm gegen Rechts demonstrierten am Donnerstag rund 10.000 Menschen in der Innenstadt. Ziel des Protests war es, noch vor Beginn der Regierungsverhandlungen ein Zeichen zu setzen, um eine Bundesregierung mit FPÖ-Beteiligung zu verhindern. Das Zoom-Kindermuseum im Museumsquartier wird heuer 30 Jahre alt. Gefeiert wird das Jubiläum mit einer neuen Mitmachausstellung. Kunst und Spiel widmet sich dem Grundgedanken dieser Kultureinrichtung, spielerisch und künstlerisch die Welt zu entdecken. Es ist wirklich ein Lichtblick in der Stadt in Sachen Kinderkultur. Es strahlt nach innen in die Stadt, aber auch nach außen, hat ja auch Museumspreise bekommen. Aber wichtiger für die Kinder in der Stadt ist, es ist ein Anziehungspunkt. Es hat vielen Kindern überhaupt den Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht. Es ist ein Ort des spielerischen Lernens, des Erfahrens, des Ausprobierens. Ein knapp 260-seitiger Bericht des Stadtrechnungshofs wirbelt Staub auf. In diesem wurde neben den unbesetzten Stellen in den Spitälern des Wiener Gesundheitsverbunds auch die Zahl der aufgestellten Gangbetten zwischen 2018 und 2022 unter die Lupe genommen. Beides sei im genannten Zeitraum massiv angestiegen. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker reagierte verärgert und verwies im Gespräch mit Mein Bezirk auf die besonderen Umstände während der Corona-Pandemie. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten erstrahlt das Naschmarktmuseum in neuem Glanz und erlaubt BesucherInnen in die Vergangenheit einzutauchen. Betreut wird das Museum vom Marktamt. Flashback hat dem Ganzen einen Besuch abgestattet. Früher war traditionelles Lebensmittel ein Krebs oder ein Schnecken zum Beispiel. Das ist Schneckenweiber von St. Peter gegeben. Und das sind alles Dinge, die hier und im 21. Bezirk erzählt werden und wo man denkt, das sollten die Leute wissen. Und deswegen sind wir so stolz und so froh, zu Museen und museumsähnliche Einrichtungen führen zu dürfen. Am Mittwoch blieben private Kindergärten und Horte in Wien geschlossen. Das Personal ging erneut für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße. Gefordert wurden etwa bundeseinheitliche Regelungen. Viele sagen immer mehr Gehalt, zum einen ja, aber es sind vor allem die Rahmenbedingungen, die so wichtig sind, dass verändert wird, weil immer mehr Kinder, kleinere Gruppen, irgendwann geht es nicht mehr, zu wenig Personal. Wir sind nur eine Person, ein Tag, einmal 24 Stunden und die müssen wir uns auch einteilen. Und wir haben auch Familie. Vega, Hunde und viel PS im neuen Polizeikalender 2025. Auf 12 Seiten wird ein Querschnitt der Wiener Polizei geboten. Präsentiert wurde der Kalender auf der Wiener Kaiserwiesen, wo die abgelichteten Akteure auch in voller Montur vor Ort waren. Am 4. Oktober wird jährlich der lange Tag der Flucht begangen. Um ein Zeichen des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu setzen, luden die Caritas und die UN-Flüchtlingskommission zu einer Aktion ein. Riesige dreidimensionale Puzzle standen sinnbildlich für eine Gesellschaft, in der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund miteinander wirken.
Diese und viele weitere Nachrichten aus Wien und den 23 Bezirken liest du auf meinbezirk.at/Wien. Wir sehen uns wieder in der nächsten Ausgabe von Flashback, wenn es wieder heißt Wien in 5 Minuten. Schönes Wochenende!